Yo Leute, was geht ab? Cutcake wieder hier mit einem neuen Tutorial. Heute schauen wir uns einen weiteren Game Changer im Scratch Game an. Game, in der Kurpfalz geht sowas. Und zwar den Laser Scratch. Ja, der Laser Scratch ist ein absoluter Game Changer für mich, weil er wie so Two-Click und so weiter, ne, diese Geschichten so, es gibt immer so Scratches, die verändern nochmal das ganze Scratch-Game. Ich finde der Laser auch so, piu, 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 da geht es so richtig ab, werden wir gleich sehen. Aber vorab, ja, es gibt Neues, ihr werdet es gleich sehen. Der Cupcake, was hat er jetzt wieder? Echtes Vinyl. Ja, Leute, ich bin umgestiegen. Ich bin wieder umgestiegen auf echtes Vinyl. Warum? Ich war, liebe Grüße gehen raus an die Homies hier in Karlsruhe. Werde bestimmt auch nochmal kennenlernen oder so. Vielleicht in einem oder anderen Video-Tutorial. Mal gucken. Auf jeden Fall 45-Szene hier so. Wir sind da voll drin und so. Ich habe es voll abgefeiert, ne? Haben den getroffen. Und dann habe ich gecuttet auf richtigen Vinyl und ich muss sagen, es war so übertrieben besser. Ich kann es nicht sagen, als DWS. DWS hat einfach... Es kommt, es ist super, aber es kommt halt nicht ran, gerade bei den langsamen Drags und so weiter. Aber diese Response sozusagen, was du bekommst, ist einfach so näher dran, so viel echter. Das kannst du nur verstehen, wenn du das mal selbst gemacht hast. Und ja, dann war für mich klar, nee, ich will ja in die Scratch-Richtung noch mehr, DMC und so weiter, alles Turntablism wieder. Also, let's go for it. Real Vinyl 45, so ich habe voll Bock auf den ganzen Shit wieder. Irgendwie, das ist die Welt, ne? Das dreht, ich brauche wieder was Haptisches, so ich bin jetzt, werde jetzt oldschool, so richtig nörgelig, nee, nörgelig natürlich nicht, aber richtig oldschool habe ich voll Bock drauf. Also wie gesagt, echtes Vinyl, krass, also da ist das quasi schon drauf, nicht nur so ein Signalton, sondern da sind richtige Sachen drauf. Könnt ihr euch freuen, wie gesagt, viele Sachen kommen jetzt noch nach und nach hier reingeschneit und dann gibt es dazu komplett Tutorials, also wie stellt man was ein, Systeme, Plattenspieler und so weiter und so fort, was muss man alles darauf achten, kommt auf jeden Fall die ganze Knowledge, das Wissen, haue ich ja auch raus auf dem Kanal, dass ihr optimal vorbereitet seid, wer da Bock drauf hat eben, wer weiter auf DWS, alles klar ist, wie gesagt, keine Schande, aber... Unterschätzt es nicht. Also macht das mal. Das ist schon, wenn ihr mal die Chance habt, das ist schon eine andere Hausnummer. Also, vielleicht auch die Diskussion mal unten in die Comments. Hey, wie sind eure Erfahrungen? Was sagt ihr? Scratchen, richtigen Vinyl, merkt ihr auch den Unterschied? Die Leute, die es wissen, testen und so weiter. Ab einfach mal rein unten in die Diskussion. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne würde ich sagen, soweit der Teaser. Jetzt steigen wir aber ein ins Tutorial. Ne? Lasers. Let's go! Okay Leute, Lasers, wie geht das? Also, hier quasi macht ihr erstmal den Plattenspieler aus. Also sollte sich nichts drehen. Ja? Und ich habe es immer so geübt, dass ich erstmal nur die Vorwärtsbewegung geübt habe, indem ich einfach so ein bisschen, also wir sagen in Kurpfalz, ne, ihr lernt ja auch ein bisschen Kurpfälzisch nebenbei, immer schubse. Ne, also du musst quasi so anschubse, aber so richtig stark anschubse. Und das genauso zurück. Vorschubse, zurückschubse. Also nicht gleichmäßig wie beim Baby, sondern das ist der Unterschied. Dieses Anschubsen ist wichtig. So, und ihr kommt dann auch so langsam in diese Bewegung. Dieses Tap, 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 Tap. Das ist wie quasi immer so diese Bewegung. Ich versuche es mal so zu zeigen. Also so richtig anschubsen. Vor. Wenn ich es ganz kurz mache, so. Da kriegt es schon raus, warum es so heißt. Piu, 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 Laser. Also, so erstmal üben, ohne was an, um so ein Feeling zu bekommen. Auch wenn ihr vor und zurück muss, dass es sich schon gleichmäßig anhört. Im nächsten Schritt macht er natürlich den Plattenspieler an und versucht es genauso. Durch langsam erstmal, dann
versuchen, kürzer zu werden oder beziehungsweise schneller gleichmäßig. Also, ich glaube, soweit ist die Theorie klar. Nochmal ausmachen. So ein bisschen Feeling dafür kriegen. Und auch verbinden. Ne? Jetzt kann man nicht auslassen. Aber ich glaube, es ist klar, warum man Laser heißt. Piu, piu, Motherfucker. Geiler Scratch. Alles klar. So, im nächsten Schritt natürlich Klicks drüber. Ich empfehle immer zwei Klicks zum Beispiel. Also. Also ich kann nicht gleichzeitig labern, das langsam, das geht gerade nicht, merke ich. Also mach quasi den normalen Zweiklick. Aber jetzt lasert ihr halt. Ja, zum Beispiel, oder finde ich auch geil, Grabs. Oder die quasi California Rolls als Lasers, also quasi nicht nur so. California Rolls. Auch schon ein Tutorial dazu. Sondern halt. Das heißt, so, ne? Finde ich brutal, Alter. Macht einfach nur Bock, sorry, ich verliere mich gerade. Ich habe gerade vergessen, dass ich ein Tutorial mache. Ist auch gut. Also, das so finde ich sind die essentiellen für mich. Ist halt auch, ne? Ihr könnt einfach laufen lassen. Nur in der Rückwärtsbewegung ist es. Ja, da könnt ihr euch ein bisschen dran probieren, einfach das jetzt Freestyle haben. Na, also der Unterschied quasi das gleichmäßig mit Babys und jetzt halt mit Lasers. Ist einfach ein geilerer Sound. Piu, 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 piu. Ihr habt nochmal einen ganz anderen Twist, wenn ihr den Reverse anfange, due, dude. So ist es richtig, genau. Also, quasi abgeschlossen zum Beispiel, ne? Dann öffnet ihr und dann schiebt ihr gleich. Ihr fangt halt hier an. Und nicht, sondern so, und wo wird das entscheiden? Das heißt, du kannst. Also, du machst quasi ein zurück und dann gehst du in den Zugklick, ja, Zugklick, Zugklick. Den mache ich voll gern. Na, also langsam. Finde ich geil und halt auch mit Crab-Variante.
Kannst du auch kombinieren dann quasi. Jo, also, soweit, Reverse, wie gesagt, fangt hier an. Dann geht er erst in die Two-Clicks und so weiter, in die Grabs, Rolls und so weiter. Hast du nicht gehört. Okay, und jetzt das Ganze noch auf dem Beat. Ich habe hier mal heute, ne, zur Premiere hier des Vinyls. Beat number one. Einfach mal einen anderen Beat mitgebracht, den ich entdeckt habe wieder. So, und da ist es jetzt, dass ihr die einfach drüber legt wie Babys. Das wäre jetzt ohne Fader, halt mit Fader. Rolls, ne? Könnt auch zurückrollen. Das sind die, ne, die ich so am liebsten mache, dieses die wir hatten auf dem Beat jetzt. Also ein bisschen Freestyle auch, dass ihr seht, wo ich die als wie einbaue. Ja, also so ein bisschen Freestyle drüber. Ja, Sprachfehler heute irgendwie, ich weiß auch nicht. Muss wieder über. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, ihr seid ready. Wie gesagt, übt es immer erst hier im trockenen Zustand nochmal, dass ihr so den Twist rausbekommt. Das kannst du auch machen, ne? Also füllen wir gerade ein. Dass du es quasi ausmachst, du machst den Plattenspieler aus. Jo, also, das ist nochmal ein Beispiel. In diesem Sinne, jetzt starten und schön fleißig üben. Okay, Leute, das war's. Cut it up. Eine schöne Folge, finde ich. Lasers, sehr, sehr wichtig. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Üben
Und bleibt dran, wie gesagt, es wird noch einiges passieren jetzt, die nächste Zeit. Und da freue ich mich total drauf, mit euch in diese Welt einzusteigen. Wen es interessiert, nämlich die Oldschool-Welt, 45 und so weiter, wird es immer ein bisschen geben. Ich auf jeden Fall vor, irgendwie reizt mich das gerade total alles. Das ist so geil. Und das ist halt cool, Leidenschaft, ne? DJing, so ihr merkt das, glaube ich, so, warum ich das schon über 20 Jahre mache. Piu, 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 Laser ist so geil. Egal, ich beruhige mich wieder jetzt, genau. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, ich weiß nicht, wann ich es veröffentliche, egal, schönen Tag noch oder Abend oder egal, wann ihr es schaut. Und wenn ihr Bock habt, es ist jetzt quasi Anfang April, wir haben gerade Ostern heute, Ostermontag. Und wenn ihr Bock habt, Ende des Monats, 2023, sagt es immer dazu, ne, dass einer denkt so, hey, wieso ist denn gar nicht diesen Monat? Also Ende des Monats, April, bin ich auf der Pro Light and Sound am Technikstand, checkt mal das Programm aus, da würde ich mich freuen, wenn wir uns vor Ort sehen. Ansonsten jetzt viel Spaß beim Üben, Laser, piu, 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 bleibt dran, es lohnt sich. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Cut It Up. In diesem Sinne, macht's gut, euer Cupcake, Peace.